Kommst du? Guten Tag, was darf sein? Hallo. Ein Kaffee, bitte. Schwarz. Für mich einen Orangensaft, bitte. Okay, danke. Übrigens, danke nochmal. Wofür? Ja, für das Kleid. Ah. Ist echt schön. Ich dachte, der Schnitt ist ganz schön. Erzählen wir nochmal von den Farben. Schon wieder? Jetzt sind es doch nur noch ein paar Stunden, bis du dann wieder... Danke. Ja, genau deswegen. Ich höre dir so gerne zu, wenn du davon erzählst. Ein letztes Mal. Okay, ich werde es versuchen. Also, wie du weißt, ist es gar nicht so einfach, über Farben zu reden. Aber jetzt stell dir mal etwas vor, was ganz kräftig ist und ganz intensiv. Und diese Farbe erinnert außerdem an Liebe und an Erdbeermarmelade. Das ist rot? Genau, das ist rot. Deine Augen, haben die auch eine Farbe? Du hast mir mal erzählt, alle Augen sehen anders aus. Also, meine Augen sind braun. Eigentlich so wie deine, aber ich finde, deine haben viel mehr Tiefe. Meine sind einfach nur braun und langweilig. Ja, sag mal, bist du schon aufgeregt? Ja, ehrlich gesagt. Ich habe richtig Glück gehabt, dass ich den Platz bekommen habe. Ich denke immer daran, wie es sein wird und wie es gewesen sein muss. Ich kann mich noch kaum daran erinnern. Ich war erst 8, als das alles passierte. Ah. Wir müssen auch hier gleich los. Nicht, dass wir zu spät kommen. Okay. Guten Tag, Herr Masami. Guten Tag. Hallo. Ja, schön, dass Sie da sind. Der unterschriebene Vertrag ist gestern, am 3. Dezember 2027, eingetroffen. Nun ist alles bereit. Es wird ein großartiger Tag werden für die Forschung und für Sie als erster zu behandelnder Patient mit einer Erbkrankheit. Mit dieser Erbkrankheit. Ich bin bereit. Nun, wenn ich Sie bitten darf, mir zu folgen. Du schaffst das. Ja. Ich hole ihn nachher ab. Ja. Herr Masambi? Herr Masambi? Können Sie mich hören? Es ist alles überstanden. So, ich habe Ihre Pads abgenommen. Ihre Augen müssen sich allerdings noch an die Helligkeit gewöhnen. Die sind noch sehr, sehr empfindlich. Da es sich bei Ihnen um eine genetisch bedingte Zapfendystrophie handelt, liegt eine Dyschromatie vor. Das bedeutet konkret, dass ein Farbrezeptor defekt war. Dank der angeschlagenen Gentherapie ist es nun möglich, Teile der L-Zapfen, also für die langwellige Sicht zuständigen Zapfen, zu programmieren zu L-Zapfen. So wird die fehlende Farbinformation ersetzt. Aber nun haben wir einen enormen technischen Fortschritt erzielt. Wie ist es gelaufen? Wie geht's dir? Du hast mich angelogen. Was? Deine Augenfarbe ist überhaupt nicht langweilig. Schau mal. Wow. Das ist wunderschön. Ah, das ist orange? Jetzt verstehe ich, warum das orange heißt. Ich unterbreche Sie noch ungern, aber bitte lassen Sie es langsam angehen. Übermorgen haben wir dann unsere erste Nachsorgeuntersuchung. Ja, ich wünsche Ihnen dann noch einen schönen Tag. Thank you.
Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ja, bitte. Es geht um Folgendes. Aber ich kann immer noch nicht glauben, dass die Behandlung so gut lief. Es hätte so viel passieren können. Ja, ich hatte sehr viel Glück. Übrigens, Marie, ich habe noch was für dich. Ein Geschenk? Diesmal ist was Besseres. Aber du hast mir doch erst vor kurzem was geschenkt. Ich dachte, die Farbe steht hier. Ist das... Wow, das ist wunderschön. Ich will es gleich anprobieren. Danke. Ich liebe es. Du bist wunderschön. Ich wusste, dass die Farbe dir stehen würde. Also, auf was hast du jetzt alles Lust? Aquarium, Kino, Theater, die Festival. Ist alles super. Können wir gleich los? Ja. Kommst du? Es ist alles überstanden. Die OP war erfolgreich. Genetisch bedingte Dyskrophonie. Und deswegen. Genetisch bedingte Dyschromorphie. Das heißt nicht. Eine Erbinformationsstörung Dyschromatie vor. Legt eine Dichromatie vor? In einer erbbedingten Dyschromatie. Deswegen. Helena.